Hey ho, hier ist euer Alai mit dem Let's Play zu Ark Survival Evolved. Wir sind wieder bei unserem Lagerhaus angekommen. Ein bisschen was hat sich schon getan, aber noch nicht genug. Wir wollen noch fleißig Wände bauen. Wir haben nämlich hier eine Zwischendecke reingezogen und das Dach habe ich noch ein bisschen ausgebaut und hier noch ein paar Wände gebaut. Also nicht wirklich die Welt gemacht. Aber ein bisschen was. Und jetzt wollen wir zusehen, dass wir das Lagerhaus zukriegen. Ich habe auch mit Koya palabert, wie wir das jetzt machen mit dem Landeanflug. Wir werden den so wie bei der Base von Obi und Danu machen, dass man von vorne durch dasselbe Tor anfliegt. Und quasi einfach eine obere Etage als Landedeck. Und die untere Etage als Stauraum für alles andere an Dinos. Jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir das hier möglichst zügig zukriegen. So. Leider kann der Quetzi nicht rückwärts laufen. Genau sowas habe ich befürchtet. Super. Nein, ich saß doch schon drauf. Namen ändern will ich nicht, ich will reiten. Puh. Das hätte ins Auge gehen können. Aber habt ihr wenigstens noch was Lustiges zu sehen gekriegt? Wie ich's hasse, wenn es in der letzten Sekunde umploppt. Sind 32. Da setzen wir lieber den Kretzer noch mal um. Das ist eindeutig zu weit. Ich baue jetzt von Quetzal aus immer so hoch, wie es geht. Ist
spart uns nachher die Arbeit in der Luft. Beziehungsweise ich werde dann gucken, dass ich das Zwischendeck durchziehe bis nach hinten. Und dann von dort aus die oberen Wände setze. Auch wahrscheinlich dann wieder vom Rücken des Quetzals aus. Einzige Vorteil, wenn das zweimal passiert ist, mit den Wänden aus Versehen einreißen, dann kann man nämlich eine neue bauen. Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Da versuche ich lieber mein Glück nochmal mit dem Einparken. So, wir zu dem Thema. Ah, so passt es. Das denn jetzt so versetzt? Ja, ich verstehe es zwar nicht, aber okay. Das sieht doch schon sehr gut aus. Ist auch schon in der letzten Ecke von hier unten. Und die dürften wir auch von hier aus fertig kriegen. Ob wir da mit den 100 Wänden hinkommen auf dem letzten Stockwerk, ich weiß ja nicht. Ich jetzt gerade hier raus, nicht dass ihr euch ein bisschen wundert. Ein bisschen wundert, nicht dass ihr euch wundert, weil wir nehmen dann nämlich die Seedings jetzt direkt mit. Die haben wir nämlich hier drin. Ah, Wände haben wir hier auch noch. Sehr schön. Dann sind wir ein bisschen überladen. Sollen die 40 Steine noch rausschmeißen. Achso, ich hatte ja noch Wände übrig. Da. Dann geht es.
Merkt, es ist spät, ich will es schon verkehrt rum machen. Die Ceilings sind noch hier rüber. Mit. Ja, mit den Ceilings. Auf 1, dann geht das Ganze auch schön schnell. Hierhin machen. War nämlich eine schön lange gerade Wand, wo wir den auch hinsetzen können. Noch eine hin. Und dann wollen wir uns mal die Rampen rausholen. Damit wir auch endlich mal einen Zugang nach hier oben kriegen. Ja, natürlich wird es jetzt dunkel und ich glaube, die Fackel haben wir im Mammut gelassen. Ja, das ist doch super. Können wir das hier auch noch verschalen? Und so einen richtigen Eingang oben hin machen. Aber da schauen wir, wenn es soweit ist, ob wir das tun oder nicht. So, doch, ich habe noch Fackeln. Stehen wir wenigstens nicht ganz im Dunkeln. Dann können wir jetzt nämlich schauen, wie weit wir noch kommen mit dem, was wir an Wänden haben. Die können erstmal raus, die können erstmal raus. Und hier kommen 50 von mit.
Sehr schön. Kommen wir sogar ohne Quetzer bis nach ganz oben. Nicht übermütig werden. Könnte glatt heute noch fertig werden. Das wäre ja was. Also mit diesem Fehler hat mich das Spiel heute schon so dermaßen geärgert. Ich hatte nämlich einen Bug, war sehr interessant. Ich konnte an einer Stelle keine Ceilings setzen. Kam Obi vorbei und wollte mir helfen und der konnte natürlich an dieser Stelle Ceilings setzen. Diesen Fehler habe ich irgendwie dadurch ausgelöst, dass als ich dann eine Ceiling setzen wollte, darunter noch ein Mammut stand, ich alle Ceilings drumherum gebaut habe, nur die offen gelassen habe und dann den Mammut ausgepackt habe. Bei anderen ist dieser Fehler nicht aufgetreten. Ich habe es natürlich hingekriegt. Aber da bin ich irgendwie so ein kleiner Künstler drin. Also wenn es irgendeinen Bug in dem Spiel gibt, früher oder später werde ich ihn finden. Der wird mich in die Weißglut treiben. Ey, also jetzt übertreibst es. Ich habe ja Verständnis, wenn sowas mal vorkommt, aber es macht einen echt irgendwann aggressiv, wenn es zu oft vorkommt. Die letzten Wände! Yippie, yippie! Als wenn es abgezählt gewesen wäre. Ach, ist das schön. Was wäre es abgezählt gewesen, wären wir ja noch nicht mal hingekommen. Das haben wir jetzt den paar Fehlwänden zu verdanken, dass es so schön aufging. So, dann wollen wir mal schauen, ob die letzten paar Ceilings reichen, um das hier fertigzustellen. Aber das sieht sehr gut aus.
besteht auch noch die Möglichkeit, dass es passieren kann, dass wir eine Brücke hier rüber bauen von der PvP-Festung auf das Dach hier und wir dann noch ein Treppenhaus hier reinziehen, dass man quasi direkt von oben zu den Vögeln kann. Würde ja auch passen. Könnte man, wenn man mal einen Ausritt vorhat, einfach direkt drüber und mit den Vögeln durchstarten, also einen Ausflug quasi vorhat. So, zwei Stück noch. Dann ist unser Dach zu. Zack und zack. Yippie! Unser kleines Dino-Parkhaus. Ist jetzt halt ungünstig, dass Nacht ist. Sonst würde ich es euch jetzt noch bei Tagesbeleuchtung zeigen. So, packen wir nämlich jetzt noch Vögelchen um. Dann waren wir uns noch den großen Dickschädel. Das Treppenhaus werden wir den wohl kaum nach oben kriegen. Schade, dass Vögel nicht rückwärts laufen können. Das macht das manchmal etwas nervig. So. Draußen dürfte jetzt keiner mehr rumturnen. Was hat er noch im Inventar? Ja, okay. Da müssen wir noch ein bisschen umlagern. Aber das werden wir nicht jetzt machen. Hier eingepackt.
Der hat den Felsen wieder ein bisschen von der Wand weggeschoben. Aber ihn wollte ich schon schön dicht an der Wand dran haben. So. Ist er hier mit seinem Schwanz? Er stört ein bisschen. Wieso ist er denn so überladen? Oh. Hier sind so ein paar Baumaterialien drin gelandet. Okay, alles klar. Gut zu wissen, dann kann ich nämlich für die Projekte von Koya daraus was basteln. So. Damit wäre unser kleines Dino-Lagerhaus fertig. Jetzt nur noch schauen, das Inventar. Ja, hier haben wir keine Früchte mehr. Das noch. Ja, komm. Die nehmen wir auch noch mit. So. Runter. Denn da gibt es noch was, was ich überprüfen muss. Weil wir haben ja... hier hinten noch den alten Futtertrog. Okay, ein Fleischfresser kommt da schon mal dran. Sondern noch rausfinden, wer. So. Okay, er hat Futterdruckzeichen. Er hat Futterdruckzeichen. Er hat Futterdruckzeichen. Das sieht doch sehr gut aus. Und die beiden werden auch versorgt. Ja, wunderbar. Es ist doch perfekt. Alle unsere Tiere werden mit Nahrung versorgt. So lobe ich mir das. Die Fackel. Nein, die wollte ich nicht wegwerfen. So. Wenn sie eh schon so gut wie ausgebrannt ist. Ja, dann wird jetzt bald der große Umzug stattfinden. Ja, Snow, du bist dann jetzt hier fehl am Platze. Du gehörst hier nie mehr hin. Du wirst dann jetzt noch umgeparkt, das machen wir noch gemeinsam. Und dann wird hier noch der große Umzug stattfinden und dann werden wir euch das Endergebnis mit Dinos nochmal zeigen. Das werden wir aber nebenbei in einer der nächsten Folgen einbauen, denke ich. Ich wollte einrichten sagen, aber das passt ja nicht wirklich. Deswegen der kleine Stocker. So.
Ich wollte sagen, es müsste doch so gerade eben passen. Wunderbar! Ja, ist doch ganz gut geworden. Damit kann man doch leben. Mein erstes Großprojekt hier. Und es ist ganz ansehnlich, wie ich finde. So, dann gehen wir mal zurück nach hier oben. Und dann wird hier bald auch mal wieder mehr Platz sein. Wir werden jetzt nach und nach alles umparken. Und unten ist ja noch mehr als genug Platz. Gut. Na, kleiner Garfield. Oh, Level Up. Ja, worauf skillen wir? Ja, auf jeden Fall kriegt er noch ein bisschen Stamina. So. Dann sind wir auch leider schon wieder am Ende. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet wieder rein. Lasst einen Daumen hoch da. Würde mich beides tierisch freuen. Und ansonsten sagt mir, was ihr denkt in den Kommentaren. Wünsche, Anregungen, auch zu anderen Spielen. Mit diesen Worten, Dankeschön und auf Wiedersehen. Euer Highlight Talk. Bis denne!